Fragen aus Hamburg. Wir sind Stefan Untied und Markus Schacht von Masund. Das ist unsere Marke. Dahinter steht unsere Firma, die Resetour GmbH. Wir freuen uns, heute unsere Masund-Fächertresore vorzustellen, die zusammen mit Ibelsa zusammen genutzt werden können für kleine und mittlere Hotels, um die Zimmerschlüssel und die Keycards zu übergeben an später reisende Gäste, generell an Gäste und auch Gäste, die noch nach Rezeptionsschluss ein Zimmer buchen wollen. Kurz zu uns. Wir sind im gesamten deutschen Sprachraum aktiv, haben mehrere tausend Kunden und immer mehr Kunden haben das eben nachgefragt, dass sie gesagt haben, sie möchten die Masund-Fächertresore nicht nur mit der Standard-Web-Oberfläche nutzen, sondern eben die Integration per API von verschiedenen PNS-Systemen, wie zum Beispiel Ibelsa. Das wäre wichtig und genau das haben wir realisiert. Darum zeigen wir jetzt einmal, wie das praktisch funktioniert, wie man aus Ibelsa heraus das nutzen kann und über unsere Masund-Fächertresore die Schlüssel und Keycards übergeben kann. Genau. Wir werfen vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Produkte. Und zwar können Sie über masund.com Produkte und dann den Reiter Fächertresore die Produktwelt näher kennenlernen. Wir sprechen heute über alle Produkte, die das Kürzel online tragen, sprich hier eine 2 am Ende der Produktnummer haben. Und diese Fächertresore gibt es in 2 Ausführungen. Das Hauptmodul kann aus 6 Fächern oder aus 12 Fächern bestehen. Sieht dann so aus. Und das Ganze kann erweitert werden, wiederum um Module aus 6 und oder 12 Fächern. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, dass Sie Ihrem Hotel entsprechend der Spätanreisen oder auch der Zimmer, die Sie haben, ausstatten können. Wenn Sie im Nachgang feststellen, eine Anlage von beispielsweise 24 Fächern ist nicht groß genug, dann lässt sich dieses System auch im Nachgang noch erweitern. Was wir uns ja jetzt einmal anschauen wollen, wie funktioniert so ein Fächertresor im Zusammenspiel mit Ibelsa. Dafür gehen wir einmal in die Software, generieren jetzt hier mal eine Testbuchung. Das mache ich hier jetzt mal. Wir nehmen einen Testkunden, sagen, der soll heute anreisen. Anreisezeitpunkt. Nehmen wir jetzt mal einen Zeitpunkt vor 12 Uhr, damit direkt ein Punkt erstellt wird. Abreise ist von mir aus morgen um 15 Uhr. Wir wählen hier ein Einzelzimmer. Und Sie sehen jetzt hier in dem Feld, ist eine Eintragung erfolgt. Raute MC1 Raute, das nennen wir Flagge. Diese Flagge ist bei dem Zimmer 101 fest hinterlegt. Ich zeige Ihnen gleich, wie Sie das hinterlegen können. Das bedeutet, hier wird ein Code für Fach 1 nun generiert, und zwar über die Dauer des Aufenthaltes, nämlich von 29.06.12 Uhr bis 30.06.15 Uhr. Speichern das jetzt mal. Hier ist die Buchung und wir schauen uns einmal an, wo kommt das Ganze her. Wir gucken uns jetzt hier unseren Single Room, unser Einzelzimmer an und sehen jetzt hier im Standardreservierungstext. Da kann ich eine Eintragung hinterlegen, in diesem Fach, wie gesagt, ein Code für Fach 1. Und wir unterscheiden hier eigentlich 2 Typen von Hoteliers. Typ 1, der Hotelier hat genauso viele Fächer in der Anlage, wie er Zimmer hat. Und der Typ 2 hat vielleicht eine Rezeption, die bis zum Beispiel 20 Uhr besetzt ist.
Er möchte also nur Spätanreisen über den Safe abwickeln. Das heißt, er hat weniger Fächer, als er Zimmer hat. Zum Beispiel 6 oder 12 Fächer. Hier macht es Sinn, einen Code zu erzeugen, der kürzer ist als die gesamte Aufenthaltsdauer. Das zeige ich aber gleich nochmal, wie das genau aussieht. Wir gehen einmal wieder zurück in unsere Buchungsmaske. Schauen uns die Buchung an. Und sehen jetzt hier in der Ablage, dass ein Code über den eben ausgewählten Buchungszeitraum erzeugt wurde. Ich gebe den jetzt einmal ein am Gerät, was mit dem Internet verbunden ist. 4756 Raute. Und das Fach 1 springt auf und der Gast kann dort seinen Schlüssel entnehmen. Wie ist es nun, wenn ich lediglich Spätanreisen abwickeln möchte? Dann erstelle ich hier nochmal eine Testbuchung. Wir nehmen wieder unseren Testgast. Sagen jetzt, Anreise ist wieder heute. Und der Gast bleibt im Beispiel bis zum 4.7.2023. Er wählt das Doppelzimmer. Wir sehen, hier wird wiederum das Fach 2 angesprochen. Das heißt, es würde ein Code generiert werden vom 29.06.12 Uhr bis 4.07.15 Uhr. Wir wollen aber jetzt einen Kurzläufer, einen Code, der lediglich für die Anreise genutzt wird, generieren. Das heißt, wir ändern diese Flagge, indem wir zwischen das M und das C ein S hinzufügen. Das heißt, jetzt wird hier ein Kurzläufer erzeugt. Hier ist die Buchung. Das ist, wie gesagt, dafür sinnvoll, wenn lediglich die Anreise abgewickelt werden soll. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal an, wie dieser Code aussieht. Also man kann sich immer frei entscheiden, wie man das System nutzen möchte. Und man kann bei den Codes auch sehr frei entscheiden, ob das im gesamten Buchungszeitraum gültig sein soll, der Code, oder eben nur für den Anreisetag, nur für einen Zeitraum von 18 Stunden, damit ich eben den Zeitraum auch in der Nacht abdecke, falls ein Gast ja, in der Nacht oder auch nach Mitternacht erst am Hotel ankommt, ist man eben dort sehr flexibel, das entsprechend zu nutzen. Wir zeigen vielleicht noch mal einmal, wie so eine Anlage im Live-Betrieb aussieht. Hier haben wir ein Beispiel von einer Anlage mit 24 Fächern. Hier haben wir ein Hotel in Salzburg, welches über 4 Module A12 über 48 Fächer verfügt. Hier haben wir eine Unterputzinstallation über 18 Fächer. Und neben den Produkten als solches bieten wir auch einen Montageservice. Das heißt, Sie bekommen alles aus einer Hand, sowohl die Hardwareinstallation als auch eine Einweisung und Aufsetzen der Software. Das heißt, ja, Sie beauftragen uns. Wir schauen uns an, wie die Gegebenheiten bei Ihnen im Hotel vor Ort sind und können Ihnen dann alles aus einer Hand bieten. Genau, also sowohl die Aufputzmontage, die Unterputzmontage ist möglich, genauso wie freistehende Edelstahlsäulen, die dann zum Beispiel auch auf einem Platz einbetoniert werden, die sich zum Beispiel auch noch zusätzlich in den Briefkasten dazu wünschen können oder eben ganz individuell, wo wir schauen, was macht an Ihrem Hotel Sinn? Was wünschen Sie sich? Wie viele Fächer benötigen Sie? Und da kommt unser Werksmontageservice und
errichtet das für sie, schließt es für sie dann an. Es ist letztendlich nur ein LAN-Kabel notwendig, also wo Internet anliegt, und ein Stromkabel. Und sobald Strom und Internet anliegt, können ihre Fächertresore verbunden werden und fortan können sie die Fächertresore mit unserem Amazon Cloud Service nutzen. Und eben zusätzlich per API ist es möglich, das mit PMS-Systemen zusammen zu verknüpfen, zum Beispiel mit Ibelsa, so wie wir das hier gezeigt haben, sodass sie ihre Gäste und auch ihre späteren reisenden Gäste automatisch bedienen können. Schauen wir uns noch mal einmal, was ist hier passiert im Hintergrund. Gehen wieder in die Ablage, sehen jetzt, dass für den Zeitraum über mehrere Tage lediglich ein Code generiert wurde, der vom 29.06. 12 Uhr bis zum 30.06. 6 Uhr morgens gültig ist. Ich gebe den Code einmal ein, um zu demonstrieren, dass alles hier live passiert. 8142, das Fach 2 öffnet sich. Und was vielleicht auch wichtig für Sie zu wissen ist, wenn wir, Sie können also grundsätzlich das, was wir jetzt hier gemacht haben, komplett in Ibelsa abbilden. Sie können aber den Save auch über unser Masund Connect, connectmasund.com steuern. Das heißt, die Codes, die wir gerade erzeugt haben, die kommen hier im Hintergrund auch wirklich an, werden hier erstellt und in Ibelsa ausgespielt. Das heißt, Sie haben hier noch erweiterte Möglichkeiten, nämlich über die Tresorrückmeldung auch zu schauen, ist der Gast denn wirklich angereist. Und das sehen Sie hier, dass um 12.02 Uhr, dass um 12.12 Uhr tatsächlich der PIN-Code 4756 eingegeben wurde, das Fach 1 geöffnet wurde und ein paar Minuten später, um 12.17 Uhr, der Code 8142. Das heißt, Sie sehen, hier ist der Gast auch tatsächlich angereist. Sie haben über die Oberfläche verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Sie können verschiedene Nutzer anlegen, verschiedene Nutzerrollen. Sie können die Codes auch sehr granular festlegen. Auch die Länge der Codes können Sie nach Belieben einstellen. Es muss also nicht ein vierstelliger Code sein. Es kann auch ein 5-, 6-, 7-, 8-stelliger oder noch längerer Code sein, ganz wie Sie möchten. Und Sie können natürlich auch Keycards, also RFID-Cards, mit dem Tresor nutzen. Stefan zeigt doch einmal, wo man die Keycards für die Öffnung vorhält. Die ist jetzt nicht registriert, aber Sie sehen, es wird gelesen, ausgewertet und ja, entsprechend können auch RFID-Cards hinterlegt. Oder zum Beispiel auch Dauercodes vergeben werden für Reinigungskräfte oder für Ihr Personal. Wenn Sie Fragen haben zum Produkt, erreichen Sie uns über unsere Website www.masund.com. Dort gibt es unsere Hotline, ein Kontaktformular. Dort können Sie sich die Produkte anschauen und können da jederzeit auf uns zukommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiederhören. Tschüss.